Ach, die Map macht echt viel Spaß. Also so viel Spaß. Will ich das jetzt machen? Nee, ich schaue es mir einfach nur kurz an. Das war keine Absicht, dass ich jetzt hier drauf gelaufen bin. Jetzt gehe ich hier mal back. So, jetzt kann ich fliehen. Dann fliehe ich mal hier rüber. Und schaue mal, was hier gewesen wäre. Teleport to the start. Mach ich mal. Ah, okay. Das ist der Anfang der Map. Sind wir etwa schon am Ende der Map angekommen? Kann ich das? Nee. Da muss ich mich jetzt hier zuerst umbringen. So, müsste genügen, jawohl. Jetzt sind wir schon wieder hier, Mann. So, langsam habe ich hier den Dreh raus. Dank der Schnelligkeit. Dann hier wieder die Druckplatte. Oh. Mit dem Trank der Schnelligkeit sind wir zu schnell für die Druckplatte. Da dauert es länger, bis die Druckplatte angesprochen hat, als dass wir hier schon über die Druckplatte drüber gelaufen sind. Ach, scheiße. Da wollte ich gerade vorschnell schon weitergehen. So, dann teleportiere ich mich hier mal wieder weiter oder zurück? Weiter. Ich dachte schon, wir sind jetzt schon am Ende der Map, aber dem ist nicht so. So, Tränke der Nachtsicht bekommen wir an jeder Ecke. Deswegen lege ich da jetzt mal die Feuerzeuge rein. Den goldenen Apfel auch. Beziehungsweise die goldenen Äpfel. So, hier können wir das hier ablegen und die ganzen Nachtsichttränke. Bis auf 3. Ja, sonst brauchen wir eigentlich nichts. Eigentlich brauchen wir wahrscheinlich überhaupt nichts davon. So, lieber zweimal als gar nicht hier. Und dann Blut. Okay. Nein, 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 fast. Mann. So, jetzt aber. Was ist das? Ein cooler Effekt bei dem Gang hier. Aber wir suchen natürlich zuerst, wie immer, die Truhe. Und zum Glück haben wir jetzt einen Nachtsichttrank, denn dann sehen wir besser. Und dann sehen wir auch gleich, wo die Truhe ist. Und ich würde nicht sagen, dass es irgendwie Cheaten ist, weil ich meine, hat sie uns ja gegeben. Also die Nachtsichttränke. So, legen wir gleich. Halt, 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 halt. Legen wir uns gleich einen neuen hiervon rein. Und dann. Das hier ist aber ein größerer Ball als die anderen. Ist hier irgendwas drin? Nö, ist einfach nur ein größerer Ball. Und dann wollen wir mal gen Ausgang gehen. Also in Richtung Ausgang gehen. Wer das jetzt nicht weiß, was das heißt. Dann Game over. Haben wir es echt geschafft? Wahnsinn. Congratulations, the game ends here. Did you find the 16 diamonds? Did you find the N64? Also, wir haben 16 Diamanten, haben wir nicht. Ist hier ein Ender? Jawohl, hier ist eine Endertruhe. Wir haben 13 Diamanten. Bei den ersten zwei Levels wusste ich noch gar nicht, dass es Diamanten gibt. Und ja, bei einem haben wir es einfach nicht gefunden, bei dem. Nee, nicht bei dem Nether-Level, bei dem anderen. Okay, hier kann man nochmal alle Levels machen. Check my other map. A fly in the house. A fly in the house map won Minecraft Top 5 Creations by Bigger, but was stolen by Minusmeyer.
19. Okay, set spawn. Ja, machen wir mal. Dann, was ist hier noch drin? Alter, wie geil. Das ist ein Endlosfall, ne? Okay. Ist interessant. Interesting, very interesting. Und auch hier hat er sich wieder extrem viel Mühe gegeben, hier die ganzen Monster hier zu bauen. Und ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt die 1 und die 2 nochmal. Denn hier haben wir ja das Ding nicht gefunden. Gott. Ah, okay, jetzt haben wir die Truhe zumindest schon mal gesehen. Denn bei der 1 und die 2, bei der 1 und der 2 haben wir ja die Diamanten nicht gefunden. Und deswegen würde ich sagen, so, wenn wir jetzt hier runterfallen, dann müsste die Map eigentlich schon geladen sein. Ist sie aber nicht. Ach komm, jetzt lad halt mal die Map. Geschwindigkeitspotion, du musst her. Damit ich schneller zur 1 komme. So. Jetzt lasse ich ihn erstmal die Map fertig laden, bevor ich hier irgendwas mache. So, jetzt wenn ich noch wüsste. Ich glaube, das war Level 12 oder so. Ja, komm, lad halt. Nee, komm, weißt du was? So, gefunden. Ich wusste da noch gar nicht, dass es Diamanten gibt, deswegen habe ich auch keine gesucht. Aber ich glaube, es war Level 12, das andere. So, 14. Ne, Spawn setzen wir jetzt nicht hier. Level 2. Ah, okay, das ist das hier. Ja, da werde ich jetzt noch ein paar Mal failen, denke ich mal. Da, 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 da. Level 2. Und jump. So, ich glaube, das werde ich aber jetzt wieder so rum machen. Oh, scheiße. Es ist ein bisschen suboptimal, dass die zwei Dinge hier so weit auseinander sind, weil dann lädt er nämlich zuerst das hier und dann das andere. Aber damit werde ich wohl jetzt leben müssen. Weil ich ja. Wenn ich. Ich will ja auch noch die anderen Level spielen. Und dann nicht wieder gleich fliegen müssen und so weiter und so fort. Deswegen werden wir das jetzt wohl so aushalten müssen. Aber er müsste jetzt eigentlich jeden Moment die Map schon fertig geladen haben. Hier steht eine Kuh auf dem Baum. Okay, wir müssen früher. Na, wisst ihr. Was ist das? Set spawn. Ah, oh ja, okay. Ich denke mal, das ist ein bisschen praktischer. Das gibt's nicht. Da gehe ich immer schon zu früh rein. Hä? Funktioniert das Set spawn jetzt auch nicht mehr? Set spawn. Okay, jetzt den hier und dann so. So, jetzt hat es aber funktioniert. Da ist der Ausgang. Und wo ist die Truhe? Ist hier, da sehe ich irgendwas. Jawohl, da ist sie.
Ist hier eine Wand? Ne, hier geht's einfach nur weiter. So, dann hätten wir das auch gefunden. So, bei Level 3 haben wir ja das erste Mal das gefunden. Und ich fände es eigentlich ganz cool. So, jetzt bringe ich mich noch schnell um hier. So, ich fände es ehrlich gesagt ganz cool, wenn dabei stehen würde, die Levelbezeichnungen. Ich glaube, es war Level 12 oder so. Death? Nee, das war es nicht. Dann war es Level 13. So, noch ganz schnell hier die Fails-Zahl hochschrauben. Und dann war es, glaube ich, wirklich Level 13. Nee. Mann. War es auch nicht. Tja, dann werde ich jetzt hier nochmal ganz kurz runterschauen, ne? Hier haben wir es ja auch gefunden. Es war auf jeden Fall ein relativ spätes Level. Ich schaue jetzt hier einfach mal alle durch. Okay. Level gefunden, aber irgendwie funktioniert der Button nicht so ganz, habe ich das Gefühl. Level 14 war es dann wohl. Aber da funktioniert der Teleport-Button anscheinend nicht so ganz. Ich traue mich jetzt nicht hier, weil wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann werde ich bestimmt sterben. Genau. Alter, das ist so eine Scheiße, echt wahr. Dann mache ich jetzt einfach ganz kurz. So. Es geht nicht mehr, dann. Na, Creative Mode, da muss der Creative Mode her. So. Ach so, natürlich. Das ist das Blöde mit der Mod, wo man auch im Survival fliegen kann. Weil man da nämlich Dingsy Bumsies. Das funktioniert dann nicht. Weil man dann nämlich auch im Creative erstmal den Flugmodus anschalten muss. Oh, jetzt bin ich im Creative Mode hier. Aber hier ist keine Truhe, ne? Halt, 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 halt. Na, Moment. Ach, hier ist die Truhe, okay. Okay, hier sind nur noch die Tränke. Dann werde ich mich jetzt gleich wieder umbringen. Und dann haben wir alle 16 Diamanten beisammen. So, noch schnell in die Endertruhe legen. 16 Diamanten. Hier wieder im Survival-Modus. So, Flugmodus ist aus. Dann... Yeah.